Danke, Lucas. Und jetzt verdufte. Aber Chef, wieso denn das? Ich will meine Ruhe haben. Aber Chef, ein sensationeller Fall. Er ist mir egal, dein sensationeller Fall. Warst du noch nie müde? Am Ende des Tages ist niemand unverzichtbar. Ehe du dich versiehst, verschwendest du die schönsten Stunden deines Lebens. Und am Ende dankt es dir doch keiner. Oh, es ist aber kein gewöhnlicher Fall, Chef. Das Verbrechen in der Rüpig-Pist. Die Frau wurde gegen 12.30 Uhr mit einem Stich in den Hals getötet. Es traf den 5. und 6. Halswirbel, das Rückenmark ebenfalls. Dieser Mörder scheint außergewöhnlich gute Umstände für seine Tat vorgefunden zu haben, nicht wahr? Niemand sah ihn. Naja, vielleicht doch. Haben Sie eine Idee? Was denken Sie? Ich denke nicht, ich schaue. Wer ist dieser Mann da? Beobachtet er uns? Er tut das, was jeder mit einem Fenster macht. Er schaut durch. Lika, irgendwann wirst du wohl mein Nachfolger. Erinnere dich an mich, an meine Methoden. Wirf die Scheuklappen weg und blick nicht auf die Welt herunter. Lass dich bloß nicht beeindrucken, Chef. Was tun Sie hier? Ich bin verrückt. Wenn Sie hier eine Komödie abziehen wollen, das beeindruckt mich nicht. Mich auch nicht. Ich bin verrückt. Wenn ich die Schnittmenge dieser drei Kreise gefunden habe... Was dann? Dann habe ich den Täter gefunden. Bravo. Picpus, Picpus, Picpus. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Er verfolgt mich. Das wird nur zum Modewort. Die Taxis ernähren sich schon von der Rue Picpus. Maigret, wir müssen jemanden verhaften.